Mein Name ist Rita Schlegel, ich bin die Schulleiterin der Hermann-Sander-Grundschule und die Grundschule liegt im Norden Neuköllns. Ja, wenn man dieses landläufige Wort macht, ist, wir sind im Brennpunkt, ja, wobei Brennpunkt ist eine Definitionssache, wie man das sieht. Also gut, wir haben mittlerweile 520 Schülerinnen, circa 26 Nationen haben, um aller oder viele Dinge Herr zu werden, sind wir gewollt. Sportbetonte Grundschule bedeutet, unsere Kinder haben mehr Sport als andere Schülerinnen. Zusätzlich werden sie in Leistungskursen trainiert, sodass sie dann auch große Erfolge in bezirklicher, Landes- oder gar Bundesebene haben. Also auch Kinder, die von zu Hause aus nicht ganz so viel Hilfe haben auf der einen Seite. Zusätzlich sind wir auch ganz gewollt in den gebundenen Ganztag gegangen, damit die Kinder 8 Stunden von der Straße sind. Und obwohl hier so viele Nationen sind, sprechen wir natürlich hier Deutsch und der Hauptnenner ist die deutsche Sprache. Also es ist ganz egal, woher ich komme. Hauptnenner ist Deutsch und dann, dass die Kinder miteinander kommunizieren können und auch Zeit haben, miteinander zu kommunizieren. Weil in der Deutsch- und Mathestunde muss ich eben warten, bis ich dran bin. Und wenn ich Glück habe, sage ich mal einen Satz. Aber in der pädagogischen Freizeit, wo ich miteinander umgehe, ist ja doch die Kommunikationsebene eine andere. Des Weiteren sind wir auch schon seit Anbeginn, bis es möglich war, dass es Grundschule hat, haben wir die Schulsozialarbeit hier vor Ort, damit zusätzliche Hilfen für die Kinder gegeben sind, ja, aus den Familienverhältnissen heraus oder ja, alles, was eben einfach ansteht. Also auch die Hilfe fürs Kind, Förderung der Familie und ähnliches. Das sind unsere großen drei Standbeine, also Sportbetonung, Ganztag und Schulsozialarbeit. In diesem Zusammenhang haben wir vor Jahren eingeführt, dass jede Klasse gestaffelt von Stufe 1 nach 6 etwas weniger während Stunden des sozialen Lernens erhalten. Die Klassenstufen 1 und 2 erhalten 3 Stunden soziales Lernen, 2 Stunden übernimmt im Rahmen des gebundenen Ganztags der Erzieherkollege und eine in Kombination mit dem Lehrer. In Stufe 3 und 4 sind 2 Stunden, einmal der Pädagogikbereich 1 Stunde, Kombi Lehrer, Erzieher 1 Stunde und in 5, 6 ist es noch 1 Stunde. Da haben wir auch Festes in unserem schulinternen Curriculum verankert. Was wird wann gemacht? Also ob das die Stopphand bei den Kleinen ist oder der Klassenrat bei den Größeren. Das sind so die Teile, die so im Laufe der Jahre einfach eingebaut worden sind. Ja, wie gesagt, große Schule, große Nordneuköllner Schule. Wir haben weder Platz noch was auch immer für Probleme. Es ist ein großes Gelände. Wir haben wirklich ausreichend Räume. Wir haben auch jetzt kein Problem mit dem kostenfreien Mittagessen, weil wir eben seinerzeit bewusst in den gebundenen Ganztag sind, und immer das so konzipiert haben, dass alle Kinder essen gehen können, ob die Eltern sich nun angemeldet haben, ja oder nein. Und im gebundenen Ganztagsbetrieb ist es ja auch in der Grundschulverordnung, geregelt, dass dieses verpflichtend ist. So, was fällt mir sonst noch ein? 100 Leutchen haben wir mittlerweile vor Ort, mehr oder minder halbe halbe Lehrer und Erzieher. Sicherlich auch immer die weibliche Form, also gut. Und auch für uns sehr erfreulich viele männliche Kollegen und auch sehr erfreulich viele Kollegen, die selbst aus dem anderen Muttersprachenbereich kommen, ob es Türkisch oder Arabisch oder Serbisch oder ähnliches ist, sodass wir zur Not hauseigene Dolmetscher haben, wenn die Eltern der deutschen Sprache noch nicht so ganz mächtig sind. Des Weiteren haben wir vor einigen Jahren einen Elterninformationsordner entwickelt, der sukzessiv aufgebaut wird. Und zwar vor der Einschulung in die ersten Klasse erhalten die Eltern eine Information A über die Berliner Schule und diese Schule insbesondere, teilweise viersprachig, also Deutsch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch. Zum Teil aber immer wieder mit den Hinweisen zu den großen Broschüren der Senatsverwaltung. Intention war, wenn ich der deutschen Sprache noch nicht so mächtig bin und auch das System noch nicht so sehr weiß, nutzt es mir wenig. Ich kriege 20 Seiten hochglanzgedrucktes Papier, gucke mir 4 Bilder an, den Rest verstehe ich gerade nicht so wirklich und das fliegt in die Ecke. Und so bekommen sie immer so pro Jahr eine Kurzinfo. Und es ist so gegliedert, dass wir dann immer eine Jahresveranstaltung, also eine Jahrgangsveranstaltung machen, in der ich erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde was im Allgemeinen über das Schuljahr des einzelnen Jahres und über den Jahrgang erzähle, ob es erste, zweite, dritte oder welche Klasse auch immer ist. Und dann gehen die in die Klassen und es wiederholt sich dann nach den Sommerferien immer.
für die Klassenstufen 2 bis 6. Dort kriegen die Eltern dann die Info fürs zweite Schuljahr, der nächste Jahrgang fürs dritte Schuljahr, fürs vierte, inklusive Ferienordnung und, und. Gut, und es hat sich super etabliert, sodass wir es zumindest zu diesen Veranstaltungen geschafft haben, 75% unserer Eltern hier zu haben. Ja, ich denke, das ist einfach eine klasse Teamarbeit, die wir haben, dass die Professoren miteinander, dass wir alle hingucken, dass wir auf bestimmte Regeln und Systeme achten, dass wir, egal wer von uns hält, eben die Tür auf und sagt guten Morgen und bitte danke. Also ganz normale Höflichkeitsformeln, einen freundlichen Umgang miteinander, aber nichtsdestotrotz auch ein konsequentes Handeln bei Regelverstößen, weil Erziehung ist Regeln aufstellen und Regeln einhalten. Und wenn ich da immer wieder entschuldige oder bestimmte Sachen einfach ja nicht erkenne, nicht sehe, dann schleift sich das ein und Kinder, das haben wir alle gemacht, probieren natürlich ihre Grenzen auszutesten. Ne? Und wenn, oh, ich kann jetzt ja da mal so ein bisschen Quatsch machen und wenn da nichts weiter passiert, mache ich den Quatsch das nächste Mal ein bisschen doller. Und wir gucken eben hin und holen uns die Eltern, holen uns die Schüler und es gibt auch Sanktionen, selbstverständlich. Ja, aber ich denke, das ist das Team, das ist, ja, das macht einfach Spaß. Eine Schwelle in dem Sinne nicht definiert. Wir haben schon gesagt, schaut hin und wenn dann Schüler haben ja vielfältigst die Möglichkeit, sich zu äußern, ob es zum Lehrer, zum Erzieher oder in die Schulstation, wenn sie da so ein bisschen Verdecktes machen wollen, wenn da eben einfach Gefühle ist, dass jetzt der Schüler das Gefühl hat, er wird gemobbt. Und dann gucken wir einfach hin und gucken in den Klassen nach oder sprechen mit den anderen Schülern. Und wie gesagt, das soziale Lernen ist ja eine wichtige Komponente. Und dieser Begriff Mobbing in dem Sinne kommt ja auch erst in den größeren Klassen, wenn überhaupt, zum Tragen. Und dann haben wir eben auch das System des Klassenrates, dass dann solche Dinge zur Sprache kommen und wir dann auch gezielt dagegen vorgehen können. Also erstmal generell das diensthabende Personal, was in der Klasse vor Ort ist, je nachdem, wie das Vertrauensverhältnis dort ist oder ob sie das dann lieber sagen wollen. Oder wir haben eben schon seit, ich glaube, 15 Jahren und länger, nee, 20 Jahren fast, eine regelfinanzierte Schulstation. Also da ist ein Sozialarbeiter, da sind Erzieher vor Ort. Da haben wir vor ein Jahr Zeit eingerichtet, das nennt sich bei uns Schülerinsel. Da ist eine festangestellte Mitarbeiterin, wo Schüler einfach, wenn sie mal eine Auszeit brauchen, wo sie aus der Gruppe wollen, also die haben einfach Ansprechpartner, wo sie hingehen können und zusätzlich haben ja Schülerinnen und Schüler auch noch zusätzlichen Betreuungsbedarf. Ich habe also auch noch einen ganzen Teil an Integrationserzieher, die additiv in der Klasse sind, die da von außen beobachten können, beziehungsweise die Kinder können da hingehen. Wenn alle Kollegen da sind, haben wir mit 100 Mitarbeiter vor Ort plus wie gesagt, weil ich sagte, gut 500 Schüler, also wenn man das umrechnet, haben wir einen Personalschlüssel von 1 zu 5, die sicherlich nicht immer alle vor Ort an der einen Stelle sind, aber so hat jedes Kind die Möglichkeit, da schon jemanden zu finden, wo er mal sein Herz ausschütten kann. Wie es auch immer gemeldet wird, entweder kommt der Klassenlehrer oder meine Mitarbeiter aus der Schulstation zu mir, wir haben gehört das. Und dann holen wir eben, je nachdem wer meldet, also wenn der Klassenlehrer, Klassenerzieher meldet, hole ich mir die Schulstation dazu oder eben andersrum, wenn die melden, dann hole ich mir das andere Team dazu, weil ich habe dir das beobachtet, guckt mal und dann holen die sich die Kinder oder erstmal, ich sag mal in dem Fall das Mobbing-Opfer, wenn das Opfer nicht selber gemeldet hat. Und dann schauen sie, wie sie daran weiterarbeiten. Das kann man ja nicht generalisieren. Da gibt es ja bestimmte Verfahren. Erstmal mit dem Einzelnen gucken sie oder eine kleine Gruppe, dass da hingeschaut wird. Also da sind sehr versierte Leute schon mal vor Ort. Gut, und wenn wir nicht weiterkommen, klar, werden dann auch die Eltern informiert. Aber es gibt keine Regel. Also ich kann nicht sagen, es wird immer so verfahren. Also der eine meldet, dann gucken wir, was ist da dran. Wird schon genau nachgeschaut, die Gruppe dazu getan oder die Freunde oder und es geht dann zurück in die Klassen und wenn es ganz böse wird, haben wir unsere Präventionsbeamten von der Polizei hier, dann gibt es da auch nochmal eine Schulung oder wir versuchen eben Leute zu bekommen, die da eine Schulung in der Klasse machen. Also da haben wir schon ein paar Möglichkeiten.
Ich denke mir, wie gesagt, es kommt ja immer, ist es eine Gruppe, sind Einzelschüler, was hat, ich sag mal, der Einzelne schon auf dem Kerbholz? Wie forciert er da andere Schüler um sich oder sammelt die, um auf Einzelne drauf zu gehen? Und geht es denn schon richtig in die körperliche Gewalt hinein? Klar, dann können wir als Schule sicherlich auch die Ordnungsmaßnahmen des Gesetzes nutzen, aber wir müssen eben schauen, da Hilfen reinzukriegen über die Jugendhilfe, dass der Schüler vielleicht zu, oder die Schülerin zu so einem Training geht und ähnliches. Wie gesagt, ich mag es nicht generalisieren. Es gibt Extremfälle, wo immer der eine mit bei ist und hat da schon andere Sachen getan, teilweise auch vielleicht mit handgreiflicher Gewalt, also nicht nur diese Verbalattacken oder dieses Ausgrenzen. Dann gibt es, wie gesagt, eben richtig auf die Ordnungsmaßnahmen, selbstverständlich. Nur noch im Schulgesetz Paragraph 63, rauf und runter. Die einfachste Form ist der schriftliche Verweis bis hin zu einer Suspendierung, bis hin, wenn es mehr ist, bis hin Beantragung, Wechsel an eine andere Schule. Bei der entsprechenden, das geht ja dann nur über die Schulaufsicht. Aber wie gesagt, das ist also wirklich auch die Maßnahmen, die wir haben, nutzen. Das finde ich ganz wichtig und nicht immer sagen, ach Gott, du Armer. Nee, nee, manche sind nicht gerade, ach Gott, du so arm. Hilfe auf der einen Seite, aber auch Schutz der anderen. Und die müssen auch sehen, dass wenn jemand was Schlimmes tut, ich nehme mal das Wort Strafe, dass es dafür auch eine Sanktion, eine Strafe gibt. Wie gesagt, zusätzlich wird eine Hilfe angedockt, aber das Signal für die anderen muss auch sein, nee, nee, wenn der das so und so macht, dann darf der eben das und das nicht tun oder kriegt ein Schreiben nach Hause, ich bestelle mir die Eltern oder darf eben doch mal ein paar Tage nicht zur Schule gehen. Und zwar, das ist eine andere Nummer, nicht freiwillig Ferien, weil so schön finden die das nicht, wenn sie suspendiert sind und die Eltern noch weniger. Die besten Maßnahmen sind einfach offene Gespräche. Die besten Maßnahmen sind, in der Klasse bestimmte Regeln einzuführen, einzuhalten, die die Kinder selber mit entwickeln und selbst leben können. Und wir müssen die natürlich ihnen auch vorleben. Und, aber das Regeln, die wir selber aufstellen, zu erkennen und sie einzuhalten und dann zu sagen, okay, wenn ich dagegen verstoße, passiert auch was. Also es war zum Beispiel gerade jetzt in der letzten Woche, hatte ich eine nette Unterrichtsstunde beobachtet. Da wurde so ein kleines Klassengericht gemacht. Da haben die Klasse hat so eine, ja, ich sag mal, so eine Art Kummerkasten, da schreibt jeder rein. Ich sag mal, Schüler X hat mich gestern geschubst oder irgendwas und so. Und dann gibt es da als aus der Klasse auch so ein paar kleine Richter, ganz süß, und dann liest der das vor und dann wird der Beschuldigte, also der Täter und das Opfer, die werden da vor, dann wird das nochmal geklärt und dann, ja, stimmt, habe ich gemacht, so, und dann darf sich die Klasse eine Wiedergutmachung aussuchen. Also, weiß ich, das war nicht so süß. Ja, der muss ein Lied vor der Klasse vorsingen oder muss von dem Nachbarn, den er da eben geärgert hat, eine Woche lang seinen Stuhl immer auf den Tisch stellen. Also, so eine ganz kleine Geste. Und dann suchen die sich das also auch gemeinsam ab, also auch per demokratischer Abstimmung. Ne? Da gibt es dann vier, fünf Vorschläge und die Mehrheit, dann, das muss dann, ich sag mal, der kleine Täter dann durchführen und also fand ich eine super Idee. Ne? Und die sehen ja ihre Wichtigkeit, ich kann mein Problem dort reinsetzen. Klar, ich muss meinen Namen nennen, sonst kann ich ja nicht das erklären und ich muss auch den Täter benennen. Also auch da, das finde ich auch wichtig und nicht irgendeiner hat mich geschubst, sondern nee, der hat mich geschubst. Und dem muss klar sein, ja, das habe ich nicht so gut gemacht, dafür muss ich jetzt was anderes machen. Also das fand ich eine ganz süße Sache und das war bei einer ganz, ganz kleinen Klasse. Also eine zweite war das gerade. Man muss einfach die Dinge, die da sind, vernünftig nutzen. Man muss sich gut vernetzen, um die Leute anzurufen. Es nutzt nicht, wenn ich hier noch fünf Leute habe, die da, ich sag mal, schulfremd irgendwo rein, die müssen das System kennen. Immer der Ruf nach mehr Geld und nach mehr Personal ist nicht meine Intention, sondern die Ressourcen vernünftig nutzen können. Gut, ein paar Gesetze müssten vielleicht ein bisschen anders sein, dass ich auch Schüler auch mal in kleinen Gruppen anders setzen kann, die einfach schwerst handelbar sind. Ich nehme jetzt mal mehr in den Bereich Gewalt, die einfach nicht gelernt haben, in einer größeren Gruppe agieren zu können, sondern sofort handgreiflich werden. Die schaffen das teilweise ja nicht, auch in einer 20er-Gruppe kaum,
Da müsste es andere Möglichkeiten noch geben, aber der Schrei nach mehr Geld und nach mehr Personal, den möchte ich an der Stelle nicht. Ich möchte sagen, okay, wir müssten Kleingruppen einrichten können, wo Schüler, die einfach schwierigst sozialisiert worden sind, wo auch immer bestimmte Probleme vorliegen, nehmen wir auch den sonderpädagogischen Förderbereich emotionale, soziale Entwicklung. Da sind ja andere Faktoren, spielen ja da eine Rolle. Da, das muss sein, die Hilfen in die Familien müssen ein bisschen unbürokratischer werden, weil das geht ja dann nur übers Jugendamt. Und teilweise muss da auch der Druck gesetzt werden, nee, da muss eine Hilfe rein. Und nicht, dass wenn die Familie dieses nicht möchte, warum auch immer, dass dann erstmal monatelang gewartet wird, na, wir probieren mal das noch und probieren mal noch das. Und der kleine Kerl dreht völlig frei. Ja, und das, die Kleinen, die jetzt anfangen und wenn die das jetzt nicht lernen, ihre Wut, ihre was auch immer unter Kontrolle zu halten, werden wahrscheinlich die Täter von morgen sein, egal in welchen Bereichen. Das sind einmal unsere Elternnachmittage, auch die Elterninfo teilweise in mehreren Sprachen, aber nicht durchgängig, nur prägnante Sätze. Und ja, wenn ich mir die Eltern herbestelle, ich hole die schon erstmal ab, wo sie sind. Also ich mag dieses Wort Augenhöhe nicht wirklich, weil ich bin mit den Eltern nicht auf Augenhöhe, definitiv nicht. Ja, nicht jetzt intellektuell um Gottes Willen, sondern ich bin ja in einer anderen Funktion hier. Ja, aber ich sage, okay, ich weiß, wo dein Kind her ist, ich weiß, wo wir wohnen. Also auch eine Freundlichkeit und Mensch, ich weiß, ihnen geht es jetzt schlecht, dass halt ihr Kind hat was gemacht, das wollen sie nicht. Sie haben ihr Kind selbstverständlich so nicht erzogen. Macht ja keiner, es gibt keine Mutter, die sagt, der soll mal ordentlich böse sein, gibt es einfach nicht. Und die sind natürlich traurig, wenn über ihr Kind was Schlechtes gesagt wird. Ich verstehe sie, wäre ich auch als Mutter traurig, aber die andere Mutter ist auch traurig. Also da diese Tür öffnen und nicht, oh, was haben sie mit ihrem Kind gemacht, sie haben das nicht erzogen, na, da haue ich alle Türen zu, sondern nee, sie geben sich ja zu Hause auch alle Mühe. Ich sag's mal so, ob's so stimmt oder nicht, sei die zweite Sache. Weiß ich ja nicht genau, aber in ihrem Best, die meisten machen es ja im besten Wissen und Gewissen. Und sie wollen auch alle, dass ihr Kind ein lieber Mensch ist und sie wollen auch alle, dass er gut lernt. Dass sie es nicht hinkriegen, warum auch immer, ist eine andere Nummer. Also, aber ich erkenne ihr Wollen an. So, und das, wenn man das erstmal signalisiert, Mike, jetzt müssen wir mal gucken, wo kriegen wir da eine Hilfe? Du möchtest auch nicht, dass dein Kind geschlagen wird, immer von dem Gleichen. Möchtest du ja auch nicht. Nee, wollen sie natürlich nicht. Gut, aber deiner macht es. Naja, man ist doch nicht immer mein Kind, Mike. Na gut, einer ja, alleine prügeln ist so schwierig, Mike, aber er ist immer mit dabei. So, also da dieses Verständnis hin, nee, er steht immer dabei. Auch wenn er nicht immer anfängt. Ist ein Weg, aber wenn man da ein bisschen freundlich zugewandt drauf geht, dann sehen sie das eigentlich ein und dass sich das Eltern erstmal ihre Kinder schützen wollen. Oh, meiner nicht. Ist da wohl logisch. Denke, das ist das Wichtige, dass das positiv nicht immer, dass wir alle Täter hier die Zeitung rauf und runter schreiben, sondern es wird ja viel getan. Was ich gerade bei dem Begriff Mobbing und finde, dass er viel zu häufig angewandt wird, wo es gar nicht stimmt. Wie gesagt, ein Erst- und Zweitklässler oder Drittklässler, der ärgert, die ärgern sich untereinander und das ist noch kein Mobbing. Das ist ja erst der Zusammenschluss von irgendeiner Gruppe oder eine völlige Ausgrenzung einer Gruppe gegen Einzelnen oder gegen eine Kleingruppe. So, und dass das so dadurch wird, also wenn einer geärgert wird oder auch von zweien geärgert wird, wird dann gleich vom Mobbing gesprochen. Also das müsste klarer sein. Ich finde es teilweise ist es ein Modewort, ja, was gar nicht passt. Und wenn es wirklich so ist, dann sollte auch gesagt werden, wenn die Kollegen daran arbeiten, was sie da eigentlich geleistet haben, so eine Gruppe aufzubrechen. Das ist eine Knochenarbeit, da kriegst du nicht so schnell hin, weil es läuft ja unterschwellig und alle sagen das nicht unbedingt. Und ehe sie den richtigen Macher, den richtigen finden, das dauert manchmal noch länger, weil die sind manchmal die schlauen Köpfe und die machen, ziehen von unten die Pfannen und schicken andere vor. Das dann erst gar nicht, dauert eine ganze Weile, bis ich den richtigen Verursacher eigentlich habe. Unabhängig, bis ich zum Grund sogar komme. Kann manchmal eine ganz banale Kleinigkeit sein.